Hits funktionieren oder eben nicht. Das klappt jedoch nicht bei jedem. Chris Marlowe kennt sie alle. Seine persönliche schönste Erfolgsgeschichte ist die von Olaf. Ja, Olaf Henning. Der Olaf kam damals zu mir mit seinem Song Die Manege ist leer, also der Clown, ich bin nicht mehr dein Clown. Und das Ding haben wir gepusht und dann war er da. Da war Olaf Henning geboren. Also ich denke mal, das hat sich positiv entwickelt. Ein sehr guter Künstler und mehr kann man da nicht zu sagen. Das ist einfach so. Das ist der Weg von Olaf Henning, der auch über Mallorca eigentlich nach Deutschland funktioniert hat.